Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Raft. So. Machen wir mal da weiter, wo wir aufgehört haben. Mit unserem Rumprobieren und Co. Jetzt werde ich hier nochmal ein bisschen Rohkost nachwerfen. Was nicht mehr reicht. Ich muss gleich nochmal ein bisschen was Neues holen. Ach, der plüppelt noch ein bisschen raus. Na gut. Der plüppelt nicht mehr, der plüppelt auch nicht mehr. So, gucken wir mal. Ich habe nämlich heute noch ein bisschen was vor. Mal gucken. Und mal gucken, ob wir unseren Test hier auch soweit schon mal abschließen können. Von der letzten Folge. Wir haben ja jetzt den hier jetzt soweit vollgefüllt mit Biokraftstoff. Der braucht wohl wahrscheinlich noch einen. Der wird ja jetzt noch gemacht. Ich hoffe, der wird nochmal fertig. Und dann würde ich auch sagen, dass wir hier hinten dann die Leiste nochmal mit anschließen. Und ja. Genau. Kleiner. Sammeln wir erstmal ein. Ich habe mich dafür ja extra jetzt leer gemacht. Gut. Gucken wir erstmal, dass wir jetzt hier nochmal ein bisschen was eingesammelt kriegen. Ja, das reicht doch dicke, hoffe ich mal. So, jawohl. Denn ich habe jetzt auch schon Bienenkästen gemacht. Hier aus dem Bienenglas. Und leider haben wir nicht so viel Ton. Ich konnte leider nur 2 Stück machen. Könnten jetzt zwar nochmal Ton holen, aber ich will halt erstmal ein bisschen rumspielen mit dem Ganzen. Ich hatte mir jetzt so überlegt, okay, gut, wenn wir jetzt hier unten sowieso unsere Produktion machen. Wir haben es ja hier sowieso überdacht. Das heißt, wir könnten ja jetzt hier eigentlich das fehlen Seile. So, machen wir hier mal nämlich ein paar Blümtöpfchen hin. So, ich weiß nicht, wie viele wir brauchen. Und jetzt hatte ich mir überlegt, dass wir jetzt hier so... Nein. Ob das jetzt so cool wird? Glaube nicht, wenn ich sie übereinander stelle, oder? Das heißt, ich werde die wohl auch eher mittig ansetzen. Das ist das Problem, wir müssten es hier dann ja auch wieder gießen. Ist jetzt die Frage. Reicht das, wenn wir jetzt einmal gießen und die Blümchen dann hier sozusagen so stehen lassen? Für den Honig. Oder eher nicht. Wir könnten eigentlich auch eine auf den Boden stellen und die andere ein bisschen höher hängen, oder? So. Weil die brauchen ja, um Honig zu produzieren, brauchen sie ja Blümchen. Ja, das mit den Bienchen und den Blümchen. Das ist immer so eine Sache. Dann gucken wir mal. So, ich habe ja hier hinten noch die ganzen Dinger. Das heißt, ich nehme jetzt mal nur Blau mal raus. Wasser habe ich auch genug bei. Das heißt, wir könnten sie auch gleich gießen. Das ist ja eigentlich brauchen sie ja, um die Blüten zu bestäuben, brauchen sie ja die ausgewachsene Blume. Ja. Das heißt, ich packe jetzt hier einfach mal blaue Blümchen rein. So. Dann begießen wir das Ganze mal. Die machen bzzz. So leicht? Jetzt ist die Frage, muss ich das öfters mal absammeln oder muss ich es nicht absammeln? Das ist jetzt so die Frage, die jetzt mir so stellt. Und wie viel Blümchen braucht ihr? So, jetzt könnten wir ja hier jetzt zum Beispiel nochmal einen hinsetzen. Der fängt auch instant an. So, und wo hole ich jetzt eigentlich bei euch den Honig ab? Na, mal gucken, mal gucken. Jetzt kann ich aber auf jeden Fall nochmal 2 machen. Die wir hier jetzt nochmal mit dran heften. So. Dann holen wir uns jetzt hier nochmal... jetzt haben wir Blau... Könnte ich eigentlich noch ein paar mehr setzen. So,
Laub packe ich erstmal hier wieder rein. Was nehmen wir dann als nächstes? Als nächstes können wir mal gelb nehmen. So ein bisschen Kontrast mal reinbringen. Komm, ich mach gleich nochmal zwei mehr. Dann passt das ein bisschen besser. Das heißt, hier stellen wir jetzt auch nochmal welche hin. Weil ich brauche mir ja eigentlich keine Sorgen machen, dass die jetzt abgehackt werden. Oh, ja, da waren ja immer für drei. Na gut. Ich gieße es jetzt trotzdem mal so. Und einen für mich. Jetzt muss ich aber Wasser wieder nachholen. Ich glaube, ich sollte hier vorne dann auch nochmal Wasseraufbereiter hinstellen, damit ich dann immer nochmal ein bisschen nachgießen kann. Dann muss ich immer ganz nach hinten laufen. Ist jetzt nicht das Ding, aber... halt schon mal nachfüllen. So. Das jetzt soweit damit. Ich denke mal nicht, dass wir hier sehr oft rein müssen. Und wenn, dann ist eigentlich schon in Ordnung. Sammelbar sind die noch nicht. Bin mal echt gespannt. Also drei Bienenhäuser. Haben wir jetzt schon mal auf der Seite denn? Wir könnten sogar noch ein viertes hinmachen. Braucht dafür ja nur jeweils Seile. Na, ich glaube, das wären da so viele Bienenhäuser für viel zu viel Honig, oder? So. Na, mal gucken. So, ist hier noch ein Benzinglas fertig geworden? Ein Biokraftstoffglas ist fertig. Wir haben jetzt aber keine Rohkost gerade mehr. Müssen wir erstmal mit Rohkost wieder nachfüllen. Ja, in der nächsten... also nach der nächsten... nee, andersrum. Nach dieser Folge werde ich dann halt mal ein bisschen... sammeln gehen. Ja gut, ist nicht ganz voll geworden, das Ding. Ist nicht ganz voll geworden. Aber es dürfte eigentlich so für die Zwecke, die ich jetzt habe, ausreichen. Gut, dann machen wir jetzt den nächsten Test. So, ich reiß jetzt hier einmal ab. Ersetze das jetzt hier einfach mal Gaudi wieder durch normale Planken. Dann versuchen wir das Ganze hier noch zu verbinden. Dann müssen wir mal gucken. Aus welchen nimmt er das jetzt zuerst raus? Wie intelligent ist das ganze System? Hat es eine Intelligenz? Hat es keine Intelligenz? Bis jetzt war es ja eigentlich recht intelligent gefüllt. Na, gucken wir mal. So, das Ganze habe ich jetzt rausgenommen. Jetzt kann ich ja hier schon mal die Pipes verlegen. Gut, es fehlen noch ein paar und ich habe irgendwas mit Rohren als Achievement gekriegt. Gut, wo waren jetzt die Rohre drunter? Drunter, Rohre, 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 da. Ja, das reicht ja gerade so. Gut. So angeschlossen sind die jetzt. Der hat sich komplett geleert. Der hier ist aber noch voll geblieben. Bis auf ein ganz kleines Stückchen. Ja, ist jetzt die Frage... machen wir mehr von den Dingern. Um hier halt wirklich quasi krachbullenentenmäßig hier Füllbetrieb zu haben. Eine Sache, die...
könntest ja sogar dann noch einrasten. So ein bisschen. Ist nur die Frage, wie kriege ich da jetzt eigentlich jetzt... ich sehe gerade, die Rohre kann ich hier nicht ganz einarbeiten. Dass man dann sagt, okay, gut, man macht das jetzt hier einmal komplett außen rum. Man könnte ja sogar dann hier die halben nehmen und dann hier oben dicht machen zur Wand hin. Dann sieht man das Rohr da oben drüber nicht. Ich brauche aber noch mal ein bisschen mehr Holz. Können wir noch mal einmal abgrabeln. Und ich habe nicht gesehen, dass wir hier schon wieder in der Insel reinrammen. Ja, das ist ja jetzt super. Komme ich hier noch raus? Muss einmal gegendrehen hier. Haben wir unsere Nase. So. Ah, hat nicht ganz gereicht. Ich hätte noch ein bisschen mehr machen müssen. Doch, 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 das reicht. Wir sind ja noch im Bau, also noch tauchen wegen allen anderen ist noch Quatsch. Ich werde hier jetzt erstmal weiter bauen. So. Jetzt sind wir auch wieder richtig ausgerichtet. Gut. Das war der Rammkurs mit Insel. Na, die Bienchen hören sich schon ein bisschen merkwürdig an. Gut, gucke ich mal. Jetzt hier einen hinsetz. Kann ich hier kann man da irgendwie was anderes hinsetzen? Also so was wie hier zum Beispiel. Geht das? Ah, das würde gehen. Könnte also so ein Schiefen drauf machen. Kann man hier aber... Uppala. Düpp, 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 düpp. Fenster gehen nicht. Schade. Was haben wir sonst noch hier Schönes? Ja, dieser wunderbare kleine Rahmen. Wir hatten auch noch irgendwo... Hier war das. Das geht nicht. Ah, das geht. Okay. So könnte ich was draufsetzen. Ist jetzt aber die Frage, was packen wir da am ehesten drauf, ne? Gut, das Rohr wird man hier so oder so nachher sehen. Und ich möchte hier danach auch ab und zu mal wenigstens so wartungstechnisch ein bisschen gucken können. Zumal wir jetzt hier auch noch unsere Tür haben. Das heißt, hier hoppeln wir so oder so immer übers Rohr rüber. Na gut, da muss ich mir noch mal ein bisschen was überlegen. Aber hier können wir jetzt noch mal dicht machen. Genauso wie hier. Was ich gerne hätte, wäre hier sozusagen noch so eine Wand runter. Aber dafür bräuchte ich ja dann so einen Schrägen hier rein, ne? Also so und so, damit ich da oben einen halben draufsetzen kann, ne? Na, eben ging's noch. Eben wolltest du noch. Na gut. So würde das auch gehen. Kriegen jetzt hier aber eigentlich am besten einen hin. Kann ich mit denen auch tricksen hier? Aber ich glaube, wenn ich jetzt hier oben den anderen draufsetze und den hier unten jetzt abreiße, dann reißt er mir oben die anderen auch mit ab, ne? Ja, schade. Schade, schade, schade. Ja, da muss ich mir vielleicht nochmal was einfallen lassen. Gut, aber jetzt brauchen wir ja mal wieder Holz.
mal wieder Holz. Aber diesmal habe ich hier auch ein bisschen Holz drin schon. Durch unsere Sammelaktion. Das heißt, erstmal machen wir jetzt hier die Wand einmal drum. So. Jetzt machen wir die halben drauf. Gut. Na, den cleanen Weg sollte ich mir hier auflassen. Ist ja nur, damit man hier dann die Dinger besser erreichen kann. So, Tanks. Wir bräuchten dann halt nochmal ein bisschen Schrott. Und zwei Tanks würde ich gerne nochmal machen wollen. Jetzt gucken wir erstmal, ob die Bienchen vielleicht schon ein bisschen Hühnchen haben. Vielleicht ein klein wenig. Oh. Zwei Honigwaben. Drei Honigwaben. Ja, ist okay. Also wir brauchen doch deutlich mehr davon. Wir brauchen doch deutlich mehr davon. Und ich hoffe mal, das reicht so jetzt aus hier. Dann könnte man hier vielleicht nochmal ein bisschen was an die Wand tackern. Und ich sehe gerade, wir sind schon wieder fast am Verdursten und am Verhungern. Und ich achte da immer nicht drauf. Wenn wir auf dem Boot sind, fühle ich mich so sicher, dass ich da erst drauf achte, wenn es kurz vor Ende ist. So, und dann nehmen wir uns hier mal kurz das Wasser mit. Aber ja, habe ich schon zwei Wasserflaschen mittlerweile. Gut, aber das klappt soweit schon mal ganz gut. Jetzt muss ich nur überlegen, ich habe ja eigentlich noch Fisch hinten, den ich jetzt momentan sowieso nicht verkoche oder irgendwas anderes. So, ich kann hier nochmal... ein wenig nachtanken. Mal durchkochen. Das sind aber meine letzten Schälchen. Gut, dann muss ich mal überlegen. Und daraus mache ich gerne Fischsuppe. Dafür brauche ich Milch und Eier. Milch hätten wir noch, aber wir haben immer noch keine Eier. Das heißt, ich werde euch mal in Biotreibstoff umwandeln, weil wir werden sehr viel Biotreibstoff brauchen. Also das ist hier wirklich noch gefährlich. Ich glaube, davon werde ich mir dann auch noch ein paar mehr machen. Also gegen Angeln habe ich ja jetzt nichts persönlich. Ist nicht so schlimm. So. Die Jutta und Makrelen. Hier tropft jetzt auch nichts. Das heißt, jetzt ein Honig und ein Honig. Und schon machen die wieder so richtig schöne, eklige Geräusche. Ich glaube, zwei mehr wären schon nicht verkehrt. Wir haben den Platz hier, also warum nicht? Wir können hier auch noch deutlich mehr Bienen hinstellen. Es wird das Haus der Bienen, aber sowas von. Und ich kann die Dinger ja dann auch jederzeit ernten. Um mir Farbstoff zu machen. Jetzt muss ich aber nochmal gucken, wie war denn das? Wenn ich euch jetzt ernte, dann kriege ich nämlich nur gelbe Blumen, ne? Und ab und zu den gelben Samen. So, dann aus dem Blümchen machte man Farbe, meine ich. Können wir mal reinschmeißen? Ah, ich kann die auch gleich mehrfach hinterher schmeißen. Na gut. Ich habe aber noch gar keinen Pinsel. Gab aber auch irgendwo einen Pinsel, da bin ich mir sicher. War der nicht unter Deko? Ja, hier. Malerei. Nee, das. Achso, das ist ja Farbmühle. Nee, hier. Federn, Seile. Okay. Gut. Dann muss ich hier ab und zu öfters mal reingucken. Jetzt können wir mal gucken, wie viel... Was bräuchte ich dafür jetzt nochmal? Dafür bräuchte ich jetzt eigentlich nur Seile. Zwei Stück will ich auf jeden Fall nochmal machen. Zwei könnten auf jeden Fall nochmal helfen. Ich weiß nicht, wie viel wir nachher insgesamt brauchen, aber erstmal würde ich sagen, dass wir so fünf befüllen können. Das wäre schon gar nicht so verkehrt.
Hier jetzt erstmal die Seile rein. Ja, komm, ich nehme die Bolzen dafür. So. Dann lege ich die Bolzen zurück. Und dann stellen wir nochmal zwei mehr hin. Die werde ich jetzt noch nicht befüllen. Weil so viel Fisch habe ich jetzt gar nicht zur Verfügung. Aber die stellen wir dann hier auch nochmal dazu. Können wir dann nachher nochmal um zwei erweitern. Aber dann hätten wir hier schon mal fünf stehen. Das könnte ein bisschen hilfreicher sein. Und jetzt sieht das hier vorne drin auch schon nicht mehr so leer aus. Ich glaube nicht, dass wir hier sehr häufig drinnen sind. Wenn ich jetzt hier nochmal einen ordentlichen Tank, also genug Tanks da an der Seite hinsetze, dann werde ich da ja sowieso nicht so oft reinrennen. Höchstens, wenn ich da mal Honig benötige. Ich bin schon wieder fast voll. Dann werde ich da unten einmal kurz reinrennen und dann ist gut. Oder wenn ich halt Farbe brauche, ja. Bloß ich weiß noch nicht, wie viel Farbe ich jetzt insgesamt brauchen werden würde. Na gut, wenn wir nachher alles anmalen wollen, auf jeden Fall brauche ich dann viel Farbe. Und ich habe einfach zu viel Plastik. Ich kriege schon wieder das Plastik nicht mehr unter. Was mache ich denn mit dem ganzen Plastik hier, meine Güte? Na gut, das hier kann ich nochmal in Seile umwandeln. Ich werde jetzt nochmal was anderes machen. Ich werde jetzt nochmal große Lagerkisten machen. So, komm. Wir holen uns jetzt hier nochmal den Rest ab. Ich muss echt gucken, plastikmäßig. Vielleicht hänge ich da jetzt schon mal ein paar Lichterketten auf, damit ich nochmal ein paar Lichterketten nachbauen kann. Ich habe ja momentan echt keinen Plastikverschleiß, ne? Aber wir sammeln halt so viel Plastik noch ein. Na, müssen wir echt mal gucken. Plastik und Grünzeug, das ist immer das, was ich viel zu viel habe. So, Honig kann ich erstmal hier reinpacken. So, dann machen wir uns hier nochmal ein paar Seile aus dem Grünzeug, was wir jetzt gefunden haben. Na doch, hier. Dann machen wir nochmal ein paar Kisten und jetzt fehlt mir nämlich der Schrott. Aber dann hätten wir ja schon mal fürs Lager ein bisschen mehr da. Ich brauche halt eigentlich viel mehr Holz anstatt Plastik. Na, mal gucken. Ich werde gleich erstmal gucken, dass ich vielleicht nochmal ein paar Sachen aufhänge. Von den Dingern. Vielleicht kann ich dann auch nochmal ein paar craften, damit wir dann halt ein bisschen Plastikverlust haben. Aber ganz ehrlich, Lichterketten werden wir leider so oder so hier alles voll mit Lichterketten haben. Gut, aber nichtsdestotrotz machen wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn.